sind die Palästinenser! Die werden jetzt ein verdammter Lügner! Oktober 2023. Eine neue Welle des offenen Judenhasses trifft Deutschland. In Berlin werden Davidsterne an Häuser und auf Straßen gemalt. Auf der Sonnenallee in Neukölln brennen tagelang Mülltonnen und Feuerwerkskörper. Auf eine Synagoge werden zwei Brandsätze geworfen. Auf großen Demonstrationen beklagen anti-israelische Protestierende die vermeintliche Einschränkung der Meinungsfreiheit und reden vom Genozid an den Palästinensern. Viele scheint die Betroffenheit von den Ereignissen in Gaza auf die Straße zu treiben. Doch welche Rolle spielen antisemitische Motive und die Agitation israelfeindlicher Gruppierungen? Und wie wirken diese Proteste auf Jüdinnen und Juden in Deutschland? Am 7. Oktober beginnt eine groß angelegte Terroroffensive der Hamas. Hunderte islamistische Terroristen dringen aus dem Gazastreifen nach Israel ein, töten über 1400 Menschen, darunter viele ZivilistInnen. Sie überfallen ein Festival und zahlreiche Dörfer und verüben unzählige schwerste Gewalttaten. Gefeiert wird der Terror auf der Straße und in den sozialen Netzwerken. Harel Chorev beschäftigt sich am Moshe Dayan Center der Universität Tel Aviv mit der medialen Kriegsführung im Zeitalter der Digitalität. They are using these major influencers online to tell their stories and their echo chamber. People who want to believe in those stories are listening to that and are saying, yeah, okay, at the end of the day, you get the bottom line in the form of, I'm not so sure 40 babies were beheaded. I'm not so sure that the women were raped or burned to ashes. Or any of these atrocities, because it's lies and so on and so forth. You know, the whole phenomena of fake news is based on one principle, which is that we often want to believe in what we already believe anyway. Wie eng das Protestgeschehen auch in Deutschland mit diesem digitalen Kampf zusammenhängt, zeigt sich eindrücklich 10 Tage nach der Tat am 17. Oktober. In Berlin kommen Hunderte am Brandenburger Tor zusammen, nachdem sich die Nachricht von einem angeblichen Angriff Israels auf ein Krankenhaus in Gaza verbreitet. Wir haben zum Beispiel die Parole oder den Vorwurf gegen Israel, Kindermord zu betreiben, also gezielt nicht nur Zivilistinnen und Zivilisten zu töten, sondern auch gezielt auf die Schwächsten der Gesellschaft, auf Kinder zu zielen. Und das ist eine Reaktivierung von einer alten antijüdischen Legende, die wir aus dem Mittelalter kennen, die sogenannte Ritualmordlegende, wo Jüdinnen und Juden vorgeworfen wurde, gezielt Kinder zu entführen und zu töten, um sich an ihrem Blut zu laben. Und hier wird die gleiche Erzählung austauschbar mit anderen Begrifflichkeiten und mit einem vermeintlich anderen Feind geäußert. Am Ende steht trotzdem die Erzählung da, Juden töten Kinder, absichtlich. Die Historikerin Isolde Vogel forscht zur Geschichte des Nationalsozialismus, völkischer Ideologie und Antisemitismus. Einige der Narrative, die in diesen Tagen verbreitet werden, sind ihr sehr vertraut. Es gibt noch weitere solche Fortsetzungen, zum Beispiel auch Erzählungen, dass hier eigentlich ein viel größeres Ziel dahinter stünde, nämlich die Weltherrschaft anzustreben oder im Allgemeinen für Unfrieden, für Kriege zu sorgen. Das ist einfach eine moderne oder modernisierte Form von Weltverschwörungserzählungen. Nachdem die Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst wird, zieht es viele Protestierende wieder auf die Sonnenallee in Neukölln. Bis in den frühen Morgen werden Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte geschmissen und Mülltonnen angezündet. Am Abend schmeißen Unbekannte 2 Molotow-Cocktails auf eine Synagoge in Berlin. In Berlin treffen wir Rosa Jelinek. Sie ist im Verein Keshet Deutschland aktiv, der queere Jüdinnen und Juden vertritt.
In sozialen Medien informiert sie über jüdisches Leben und setzt sich gegen Antisemitismus in diesen digitalen Räumen ein. Was machen die vergangenen Wochen mit ihr als Jüdin in Deutschland? In der Vergangenheit war es bei mir, aber auch bei vielen Freundinnen von mir immer eher so ein Gefühl von so jetzt erst recht, so jetzt trage ich auf meine Davidsternkette, ich bin auf sozialen Medien aktiv, ich habe auch eigentlich immer super offen über mein Judentum gesprochen und es ist ja ein super großer Teil von meiner und wichtiger Teil von meiner Identität und das ist eigentlich ins totale Gegenteil übergegangen, also ich trage meine Davidsternkette nicht mehr offen, aber auch sonst keine jüdischen Symbole, ich passe in der Bahn auf, ob Leute um mich herum, setze mich extra so, dass Leute nicht meinen Instagram sehen können und sehen können, dass da Hebräisch vorkommt oder sonst irgendwelche Israel-Flagge oder was auch immer. Diese krasse Angst ist natürlich dies trotzdem da, sich irgendwie offen zu zeigen, weil ich dann nicht weiß, was in den Köpfen von den Leuten abgeht. Und so zeigt sich das eben auch in so ganz kleinen Situationen. Organisiert werden die Proteste in Berlin von anti-israelischen Gruppierungen, die seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, aktiv sind. Als am 7. Oktober der Terror der Hamas mit Süßigkeiten gefeiert wird, stecken hinter der Aktion Aktivisten des Netzwerks Samidun. International koordiniert das Netzwerk Solidaritätsaktionen und Spenden für inhaftierte Terroristen. Personell und ideologisch steht es der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, nahe. Die Aktionen beziehen sich teils aber auch auf Aktivisten der islamistischen Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihads. Die Aktionen der Hamas feiern sie ausdrücklich. In Deutschland prägt Samidun die anti-israelischen Proteste seit Jahren. Auch dann, wenn es zu offen antisemitischen Vorfällen kommt. Die Aktionen in Berlin werden nun plötzlich auch auf der großen politischen Bühne thematisiert. Wer eine Terrororganisation wie die Hamas unterstützt, der macht sich strafbar. Die Strafverfolgungsbehörden von Bund und Ländern werden jeden, der so etwas tut, zur Rechenschaft ziehen, mit allen Mitteln, die unser wehrhafter Rechtsstaat bietet. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Am 2. November werden Samidun und die Hamas in Deutschland verboten. Auch andere linke Gruppen wie Palästina spricht, glorifizieren auf ihren Social-Media-Kanälen offen den Terror der Hamas. Also in sozialen Medien hat man ja total, also hat man ab dem 7. Oktober, also auch schon am Tag und auch die Tage, vor allem die Tage darauf, weiß nicht, so Sharepics gesehen mit so einer Zeichnung von Hamas-Kämpfern, die ja mit teilweise auch mit so Paraglidern über die Grenze geflogen sind. Also zum einen hat es mich natürlich total schockiert. Es ist einfach krass, wie Menschen so einen widerlichen, unmenschlichen Akt von Gewalt gegen Menschen als Freiheitskampf oder Widerstand darstellen können und verherrlichen können. Andererseits überrascht es mich natürlich auch nicht oder viele überrascht es irgendwie dann doch nicht, weil man es irgendwo gewohnt ist, aber ich zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt am oder seit dem 7. Oktober auch passiert ist. In den Tagen nach den Anschlägen der Hamas wird fast täglich in Berlin demonstriert. Angemeldet werden die Proteste, zu denen Samidun und andere Gruppen aufrufen, oft von einem kleinen Kreis palästinensischer Aktivisten und Funktionäre, die seit mehr als 30 Jahren in der Hauptstadt aktiv sein sollen und teilweise der PFLP zugerechnet werden. Auch bei großen Demonstrationen, wie der am 4. November in Berlin, die von vielen linken Gruppen unterstützt werden, stehen sie in der ersten Reihe. Einige der Demonstrationsverbote, die in den letzten 2 Jahren ausgesprochen wurden, beziehen sich ausdrücklich auf Personen aus diesen Kreisen. Sie hatten auch in der Vergangenheit Versammlungen angemeldet, auf denen es zu antisemitischen Straftaten und Gewalt kam und nicht mäßigend eingegriffen, sagt die Polizei. Nun würden solche Eskalationen wieder drohen, wenn dieselben Personen anmelden. Antisemitismus und gerade israelbezogenen Antisemitismus in der Linken ist grundsätzlich nichts Neues. Wir haben gerade in der antiimperialistischen Linken ein stark simplifiziertes Weltbild, was im Allgemeinen das Weltgeschehen nur in so einem Dualismus begreift. Es gibt nur schwarz oder weiß, gut oder böse.
und dieses Denken auch auf den Nahen Osten überträgt, wo die Guten diejenigen sind, die unterdrückt würden oder die vermeintlich schwächer sind, und da dem Narrativ folgt, dass Israel besatzen würde und die Palästinenser die Vertriebenen seien. Mit dieser einseitigen auch Identifizierung mit den vermeintlich Unterdrückten wird dann im Umkehrschluss alles, was israelisch imaginiert wird, was als israelisch daherkommt, als böse angesehen. Wenn Samidun oder Palästina spricht, intern oder öffentlich zu Protesten aufrufen, folgen dem auch kleinere antiimperialistische linke Gruppen. Kaum ein Protest in Berlin vergeht in diesen Tagen, ohne dass junge Gesichter der Gruppen Young Struggle oder Zora das Geschehen anheizen. And those people are dying. Why are there so many children in Gaza? Because the life population, the life expectancy is not so high. Im vermeintlich antikolonialen Kampf gegen Israel befinden sich einige Queer-Feministinnen plötzlich in überraschender Gesellschaft. Mit IslamistInnen scheint sie ein schlichtes Weltbild zu vereinen, in dem es nur noch Unterdrückte oder Unterdrücker gibt. Wir werden übernehmen. Allahs Sieg wird kommen. Ja, was machen diese Demonstrationen mit dir, die sich als links verstehen, aber gleichzeitig antisemitische Inhalte verbreiten? Ich glaube, da gibt es einerseits so ein bisschen es gibt die theoretische oder so die politische Ebene, wo ich merke, gerade eben selbst auch als linke Person oder Person, die sich jetzt links versteht, dass es zu wenig Auseinandersetzung mit Antisemitismus als Diskriminierungsform gab, oder ich würde sagen falsche Auseinandersetzung, also gerade so im Themenbereich von Antisemitismus als eine Form von Rassismus zu verstehen, und eben nicht die Unterschiede da wirklich zu verstehen. Und auf der anderen Seite, also sowohl politisch als auch emotional, enttäuscht mich das einfach krass, weil ich mich selber seit Jahren in so linken politischen Ecken bewege, in Räumen bewege, die sich als intersektional verstehen, in Kooperationen, Zusammenarbeiten und sowas. Und dann wird auf einmal sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass man dort eigentlich keinen Platz hat oder dass das ein Raum ist, der gefühlt alle schützen will, außer dann doch am Ende des Tages jüdische Personen. Zu den größten Demonstrationen, wie am 4. November in Berlin, kommen über 10.000 Menschen. Einige fordern hier die sofortige Waffenruhe und beklagen das Leid ziviler Opfer. Israel, so wird in Reden und auf Plakaten deutlich, sei das Böse schlechthin. Und unsere Wut richtet sich auch alle gegen Deutschland. Dieser Staat ist ein unverkennbarer Teil des imperialistischen Konstruktes und er hält den zionistischen Ziel der Kolonialismus weiterhin bei. Wir solidarisieren uns mit dem Widerstand eines Kampfes hier vor Ort in Deutschland für ein freies Palästina. Israel ist eine hochgerüstete Kolonialmacht, die Palästinenser in den größten Freiluftgefängnissen der Welt einsperrt. Es wird kein Frieden geben ohne die Freiheit der Palästinenser. Nie wieder heißt auch nie wieder für alle. Der komplexe israelisch-palästinensische Konflikt wird zu einer einfachen Geschichte umgedeutet, in der Jüdinnen und Juden die Unterdrücker seien. Ich möchte kurz mit einer kleinen Anekdote beginnen. Ich bin vor einiger Zeit in eine neue Wohnung gezogen. Es war leider kein Keller mehr frei. Deswegen habe ich einfach den meines Nachbarn genommen. Ach ja, und seinen Garagenparkplatz habe ich auch noch genommen. Mein Auto muss doch irgendwo stehen. Nachts duscht er immer und das stört mich extrem beim Schlafen. Deswegen habe ich ihm ganz einfach die Wasserleitung zugedreht. Auf vielen Schildern wird das Agieren Israels mit den nationalsozialistischen Verbrechen verglichen. Hier in Wien wurde das auch an die Wände von dem Universitätscampus gesprüht. Eine Parole, die besagt, Free Palestine from Austrian and German guilt. Also eine Erzählung, dass die Solidarität mit Israel nur aufgrund einer historischen Verantwortung stattfinden würde. Also hier wird einerseits gefordert, dass man diese historische Schuld tilgt, oder es wird der Wunsch ausgedrückt, dass diese historische Verantwortung fallen gelassen wird, dass sie nicht mehr thematisiert wird. Und andererseits wird eine Verschwörung imaginiert, dass
Jüdinnen und Juden und in diesem Fall Israel als jüdischer Staat die Welt manipulieren würde, um noch Vorteil aus dem Holocaust, aus den Verbrechen an Jüdinnen und Juden zu schlagen. Aktiv sind die anti-israelischen Strukturen auch in sozialen Netzwerken. Hier greifen sie populäre Narrative und Stimmungen auf, um für ihren Kampf zu mobilisieren. Vor allem TikTok prägt das Geschehen auf Berliner Straßen. Falschinformationen wie die, dass die Polizei einen 13-jährigen Protestierenden getötet habe, heizen die Dynamik auf. Tagelang sind diese Videos online und werden immer wieder neu hochgeladen. Jetzt haben wir schon was, 6 Wochen seit dem 7. Oktober. Was ist da passiert in deiner Timeline oder auch, also du als Jüdin, aber auch mit den Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, Kommentare, was hast du erfahren oder wie hast du das wahrgenommen? Also es ist sehr viel weniger leicht im Internet unterwegs zu sein als jüdische Person, als es das vorher war. Da war es auch noch nicht leicht, aber das ist schon sehr viel extremer geworden, die antisemitischen Kommentare, Beiträge, Videos, die man so zu sehen bekommt. Zum einen eben genau, was man in die Timeline gespielt bekommt, zum anderen aber eben auch die DMs, die man kriegt, die Kommentare unter Videos, unter Beiträgen. Das ist sehr, sehr viel mehr geworden seitdem. Und ich sehe da also ganz viel ein sehr großes Problem in der Desinformation und in ja, irgendwie so eine Art von Kampf um die Wahrheit. Bei Livestreams von den Protesten schauen teils Tausende zu. Sie verabreden sich in den Kommentaren, zu den Krawallen dazuzustoßen. Und die Streamer sind immer auf der Jagd nach der nächsten Eskalation, um ihr Publikum bei Laune zu halten. Leute, wer mir auf Insta Leute folgt und so Leute, werde ich ein paar Videos drehen hier. Ein paar israelische Leute abfangen hier, Digga, werde ich auf Insta Leute posten. Folgt mir alle auf Insta Leute. But the thing is that really TikTok pushes you into action. Maybe you're not a good writer. Okay, you don't know how to write, you're afraid of it or whatever. You just need to take a video. Everyone can create a content. Everyone can create a content. Also, in the case of TikTok, you know, you don't need to have followers in order to be popular. If your content is interesting, if your content is attractive, it will, you know, be enjoy the snowball effect and become popular and viral, basically. So these are really major changes in the way social media is evolving and directly affecting the pattern of action on ground. Eine neue Welle des Antisemitismus erfasst Deutschland und gefährdet die Sicherheit von Jüdinnen und Juden. Junge Protestierende, oft angeheizt durch Falschinformationen in sozialen Netzwerken, prägen die Proteste. Die Dynamik der Demonstrationen wird beeinflusst von den Geschehnissen in Israel und Palästina, aber sie hängt nicht allein davon ab. Im Hintergrund koordinieren anti-israelische Gruppen und Netzwerke, teils mit direkten Verbindungen zu Terrorgruppen im Nahen Osten, die Demonstrationen und forcieren die Glorifizierung des Terrors. Antisemitismus scheint eine treibende Kraft für die anti-israelischen Bewegungen zu sein. Was ich mir auch total wünschen würde, ist, dass Menschen aufhören, Antisemitismus zu einem Problem von anderen zu machen. Also weder sich nur darauf zu berufen oder nur zu sagen, Antisemitismus ist importiert und kommt irgendwie nur von muslimisch gelesenen Personen oder so und genauso andersherum irgendwie nicht, ja, sich darauf auszuruhen, irgendwie zu sagen, Antisemitismus sei ein rechtes Problem. Es ja, widerspricht sich nicht, dafür zu sein, dass Israel ein Existenzrecht hat und dass es diesen Staat als Schutzraum für Juden und Juden gibt und genauso, dass PalästinenserInnen frei leben können und ein lebenswürdiges Leben haben in diesen Gebieten.